Hallo und herzlich willkommen hier zum dritten offiziellen Let's Show meiner Let's Play Welt. In der letzten Folge habe ich euch meine Stadt gezeigt, wie sie jetzt komplett fertig ist, unsere Hauptstadt, die übrigens jetzt einen Namen hat, die heißt übrigens jetzt Redcliffe. Aber jetzt, wo sie fertig ist, habe ich mich jetzt anderen Dingen gewidmet. Wir sind jetzt in unserer zweiten Stadt, die ich am Anfang der letzten Folge euch gezeigt habe. Da habe ich ja gesagt, dass ich da noch ein paar Sachen vorhabe. Das habe ich jetzt fertig und das möchte ich euch jetzt zeigen. Wir fangen hier an diesem schönen See und folgen diesen Weg. Übrigens, wie ihr seht, jetzt überall Bäume und all Pipapo. Und wir sind jetzt an der Stadtmauer unserer zweiten Stadt, die übrigens auch einen Namen hat. Willkommen in Lothering. Ja, vielleicht kennen einige diesen Namen. Der kommt nämlich bei Dragon Age vor, ne? Nur mal so als kleine Info. So, die Stadt zeige ich euch nicht nochmal. Das Einzige, was sich geändert hat jetzt an jedem Gebäude, ist jetzt ein schönes Schild, wie zum Beispiel Holzfäller Walter oder Jäger Alvaro. Und so weiter. Ansonsten hat sich hier nichts geändert, außer dass hier natürlich jetzt wieder lustige NPCs rumstehen, die aber natürlich jetzt nur in diesem Video sind, da die Welt über einen Hamachi-Server läuft und das ein Plugin ist. Nur so als kleine Information, nicht dass ihr denkt, wenn ihr die Welt runterladet, stehen hier auch diese kleinen NPCs. Aber ein paar Sachen wollte ich jetzt noch zeigen, zum Beispiel hier die Taverne, hat jetzt auch einen Namen, zum betrunkenen Templer. Warum Templer, werdet ihr gleich erfahren. Und nur nebenbei, die Taverne gehört Gillis. Der große Baum in der Mitte unserer Stadt ist übrigens der Baum der Fruchtbarkeit. Jaja, der sorgt für fruchtbare Felder im ganzen Land. Aber wie gesagt, ich zeige euch jetzt hier nicht mehr, denn was wichtig ist, ist das, was hinter den Stadtmauern liegt. Bam, bam, bam. Ein Schankfehler, natürlich, natürlich. Aber ich gehe trotzdem einfach mal weiter. Das wird sich gleich hoffentlich nachladen. Wo sind wir denn jetzt hier? Das ist übrigens die Burg der Soldatengipfel. So heißt diese Burg hier und es ist der Hauptsitz der Templer-Gilde. Also ich habe ja vorher mal gesagt, dass die Welt auch mehrere Fraktionen haben wird. Eine davon sind halt die Templer, die andere waren dann zum Beispiel die Assassinen, dann kommen auch noch die Magier und Pipapo. Jeder kriegt einen schönen Hauptsitz und das hier ist der Hauptsitz der Templer-Gilde, wo mal wieder ein Chunk ist, der zum Glück gerade weggegangen ist. Wenn wir hier reingehen, dann seht ihr, schon ziemlich groß. Hier haben wir die Torwache. Ne, hier Carlsen bewacht den Eingang. Hier, ne, Tucker, der ist ja auch, die passen hier auf, wer hier alles reinkommt. Da muss man erstmal hier so zwei Münzen reinwerfen und dann lassen die uns durch. Hier die Ställe, damit ihr die Pferde parken könnt. Wenn es dann mal hoffentlich irgendwann wieder Pferde gibt. Dann sind wir im Innenhof der Burg. Mal gucken, wo gehen wir als erstes hin? Wir gehen in die Templerküche. Ja, sehr geräumig. Hier wieder mit einer Jukebox, ne? Wieder reich gefüllt mit CDs, ist ja klar. Mal gucken, Küche. Küchenchef ist Mo. Na, dann wollen wir mal reingucken. Oh, da steht der Mo schon mit einem großen Kochlöffel. Ah, ich sehe schon, der bereitet schon die Suppe vor für die Templer. Und Speisekammer, aha, aha. Ja, Fleisch, Fisch, Obst, Brot, ne, alles reich befüllt. Da könnt ihr auch gleich mal zugreifen. Wenn ihr die Welt denn wieder am Ende runterlädt, ne, ist ja klar. Aber wir gehen jetzt erstmal weiter. Ich habe noch sehr viel zu zeigen. Hoffentlich wird die Folge nicht schon wieder so lang wie die ganzen anderen Folgen. Hier geht's zur Waffenkammer. Ja, eine riesengroße Waffenkammer. Mann, Mann, Mann. Und, oh, was gibt's denn hier? Kettenrüstung, ja. Falls jemand fragt, Kettenrüstung? Kettenrüstung kann man gar nicht im normalen Spiel craften. Die kriegt man zum Beispiel nur durch Too Many Items, ne? Da habe ich auch mal ein paar reingemacht, weil die echt gut zu diesem Mittelalter-Stil passen. Also, ne, wenn ihr mal eine Rüstung haben wollt, einfach zugreifen, ne? Hier gibt's natürlich auch Eisenrüstung. Oder Lederrüstung, halt für Bogenschützen. Und die Waffenkammer ist natürlich rappelvoll. Da könnt ihr euch jederzeit was rausnehmen, ist ja klar.
Wenn wir dann hier weitergehen, hier finden wir Schmied Nico. Na, der Nico, der steht hier schon, genauso wie dieser Chunkfehler. Ja, der Nico wieder mit so einem schönen Eisenbarren in der Hand, der will wohl gleich was schmieden. Hier mit schönen Schmiedeofen, hier abkühlen lassen die Klinge, hier wollte ich so eine Art Amboss nachmachen. Ja, besser geht's halt nicht. Hier habt ihr natürlich reichliche Eisenreserven, da könnt ihr euch also schön Waffen craften. Und der Nico, der hat hier in seiner Schmiede auch gleich seine kleine Unterkunft. Übrigens habe ich in der Stadt als auch hier in der Burg in jeder Kiste immer so bei den privaten Sachen immer so die Kisten befüllt. Hier zum Beispiel sind die Sachen vom Nico, als auch ein bisschen was zu futtern, ne? Man soll ja auch nicht leben wie ein Hund, ne? Jeder hat hier so ein bisschen was zu futtern, ein paar Sachen, ein paar Klamotten. Ja, da könnt ihr also in jeder Kiste ruhig mal nachschauen. Und ich fliege mal ganz kurz hier so. So. Also, da sieht man schon, hier ist die Kaserne. Der Templer. Seht ihr hier schon so einen Trainingsplatz? Hier so mit Trainingspuppen, so. Aber wir gehen erstmal in die Kaserne rein. Hier haben wir so einen kleinen Vorplatz. Und wenn wir dann hier reingehen, sind zu sagen, ich sag mal, die Klassenräume. Ja, nicht Klassenräume direkt. Hier steht dann halt der Meister und erklärt den jungen Templerschülern den Kodex, die Richtlinien der Templer und hier und da, ne? Das muss ja auch alles gelernt sein. Und wenn wir dann hier hochgehen, ist dann nochmal so ein Gemeinschaftsraum. Hier können die sich in den Pausen mal eine Runde chillen und hier oben dann ein Wachturm. Und ja, das ist wieder ein Chunkfehler. Irgendwie sind die Chunkfehler immer in diesem Bereich. Aber naja, muss man halt mit leben. Ups. Ist aber nur eine Aufnahme, komischerweise. Ah, ich trinke erstmal nochmal was. So, wie gesagt, hier sind die Trainingsplätze. Hier sind solche Übungspuppen. Was haben wir denn hier? Trainingswaffen, ja. Alles Holzschwerter, ne? Die sollen ja nicht wirklich gegeneinander kämpfen. Das sind ja alles nur Übungswaffen. Und hier sind die Schießstände. Hier haben wir natürlich auch reichlich Bögen und Pfeile. Und da könnt ihr mal hier ein bisschen eure Schießskills üben, ne? Wisst ihr Bescheid. Und dann hier noch so einen kleinen Trainingsplatz, sag ich mal so. Hier können die sich ein bisschen auslassen, ne? Templer gegen Templer, Schüler gegen Schüler. Und da oben können ja dann noch ein paar sitzen, vielleicht nochmal die ein oder andere Wette abschließen. Na, man weiß ja nie, ne? So, hier können wir dann zum Beispiel auch hochgehen, auf die Zinnen hinauf. Dann gehe ich erstmal zu dem Turm dort hinten. Zip. Und da seht ihr, der Turm ist ein bisschen größer, als es eben gerade noch aussah. Und hier haben wir einen kleinen Vorplatz, hier ruhen sich die Templer aus, also die, die ja zum Beispiel den Turm bewachen müssen. Und wenn wir dann hier oben sind, haben wir halt eine gute Aussicht auf den Chunkfehler. Na, das nervt schon ein bisschen. So, mal wieder einen hier auf Speedy Gonzales machen. Und wie jedes Mal könnt ihr natürlich auf jeden Turm rauf, bis nach ganz oben. Und, oh, was war denn da? Wen haben wir denn da? Templerritter! Ja, hier ist schon ein fleißiger Templerritter dabei, die Zinnen zu bewachen. Zurzeit noch einer. Also die Templer haben wir noch nicht mit NPCs eingefügt. Das dauert noch ein bisschen, weil das halt hier eine ziemlich große Burg ist. Deshalb dauert das halt ein bisschen. Okay, jetzt haben wir aber den Vorplatz hier gezeigt, ne? Die Kaserne, die Küche, die Schmiede und das Waffenlager. Und jetzt geht's in die Hauptburg. Bam, bam, bam. Und wie die Sonne da hinten untergeht. Sehr episch gerade. Passt gut. Und wen haben wir denn hier? Hier sitzt der Templer, König, Anführer Rodrigo. Und natürlich mit seinen Untertanen, mit seinem zweiten Mann sozusagen, den Torland. Natürlich seine Unteroffiziere Wilhelm und Gelfort. Und dann sag ich mal einfach hier, ich kann ja mal von oben zeichnen, ich habe mal versucht hier dieses Templerkreuz so ungefähr nachzumachen, war halt ein bisschen weniger Platz als gedacht, aber es sieht ganz gut aus, finde ich. Hier halt auch als Fenster. Und ich werde jetzt hier nochmal schnell Tag machen, so. Und dann sag ich mal, wir gehen mal weiter. Die Burg ist ja noch groß, ne?
Und hier ist dann erstmal die große Tafelrunde sozusagen. Hier treffen sich halt, weil das ja der Hauptsitz der Templer-Gilde ist, treffen sich alle Tempelritter, Anführer, also Offiziere, Meister, wie auch immer, aus dem ganzen Land, halt auch aus unserer Hauptstadt und noch aus zukünftigeren Städten, treffen sie sich hier, um neue Pläne zu schmieden. Hier ist auch der Magnus, das ist auch so ein Unteroffizier von Rodrigo. Und hier sitzt natürlich Rodrigo, der Anführer der Templer. Und hier sitzen, wie gesagt, die ganzen Unteroffiziere aus dem ganzen Land. Hier natürlich so ein richtig großer Kamin, man soll es ja als Templer nicht kalt haben. Und da oben ein Engel, ne? Die Templer unterstehen ja der Kirche, deshalb sind sie auch in irgendeiner Art und Weise religiös. Und das hat halt gerade so gepasst. So, was haben wir denn hier? Die Schatzkammer. Ja, guckt auch gerade keiner. Ja, der Magnus guckt gerade weg. Oh, hohoho, Gold, Gold. Ich habe Gold gefunden. Gold, Gold. Ja, schöne Schatzkammer hier auch mit Eisen und alles. Ja, ja, ja. Also, da könnt ihr mal richtig plündern, wenn ihr wollt. Und was haben wir hier? Eine Küche. Schön große Küche. Denn neben der normalen Templer-Küche betreibt der Mo auch noch eine Zweitküche. Nämlich für die Anführer, ne? Die kriegen natürlich eine extra Wurst, ne? Die haben dann hier auch eine extra große Küche. Hier alles mit Fleisch voll und ganz vielen Suppen und Pipapo. Also, die lassen sich richtig gut gehen. Und dann wollen wir mal weiter, ne? Hier ist dann noch eine Treppe hoch. Da gehen wir dann auch mal hoch. Wenn wir hier durchgehen, haben wir hier so eine leichte Erhöhung. Hier können wir zum Beispiel auf den Thronsaal sehen, falls mal eine Versammlung ist, ne? Wenn mal wichtige Leute kommen sollten, dann können sich hier die ein paar Templer hier hochstellen, um mal den ganzen Geschehen von oben zuschauen. Ist ja auch mal schön. Und wenn wir dann hier durchgehen, haben wir dann nochmal so eine Unterführung. Wie ihr da unten sehen kann, ist da unten die Tafelrunde. Und wenn wir dann jetzt hier lang gehen, geht eine Treppe hoch, da gehen wir gleich hin. Aber hier ist erstmal so ein kleiner Balkon, hier kann man so ein bisschen rüber gucken. Ja, wenn die Schankfehler nicht da wären, aber sonst hätte man hier eine super Aussicht. Und wenn wir dann hier hochgehen, sind wir in den Räumen der Offiziere, der Unteroffiziere, als auch des Meisters. Also hier haben wir dann halt die Zimmer von Gelford, hier von Magnus, hier von den Wilhelm, den Thorald und der Templermeister Rodrigo Borgia. Ja, der hat es hier auch richtig prunkvoll eingerichtet. Das ist ja richtig unglaublich. Hier natürlich nur das Beste vom Gästen. Goldschwert, Goldrüstung. Hier noch so ein paar Privatutensilien, eine Karte, ein Kompass, ein bisschen was zu futtern. Oh, eine... Gold, Gold. Na, hier so sein Arbeitsbereich. Ja, der hat's hier schon ziemlich gut, muss man mal schon sagen. So, nochmal was getrunken. Mann, wenn man so viel quatscht, dann trocknet immer so schnell der Mund aus. So, wir machen mal hier einen auf Speedy Gonzales. Und dann wollen wir mal runter. Ihr seht ja schon, da ist schon eine Tür. Da gehen wir natürlich durch. Wenn wir hier die Tür aufmachen, sind wir wieder auf den Zinn. Also wir können auch von den Zinn direkt in die Haupthalle gehen. So eine kleine Abkürzung. Falls es mal ernst wird, einfach mal die Tür aufreißen und die Templer marschieren da raus wie die Bekloppten. So, jetzt gehen wir auf die andere Seite. Also da hinten ist sozusagen der königliche Bereich. Also da hinten sind dann schon die Anführer und hier und da alles untergebracht. Hier geht's jetzt in die Gemeinschaftsräume. Wenn wir dann hier durchgehen, sind wir halt im ersten Quartier der Tempelritter. Und ich habe mir auch wirklich die Mühe gemacht, für jedes Bett einen Namen uns oder mir ausdenken zu lassen. Na gut, ausdenken ist ein bisschen übertrieben. Ich habe echt ganz viele Rollenspiele ausprobiert, also rumgelaufen, mir Namen rausgeschrieben aus Rollenspielen und Pipapo, aus Risen, aus Gothic, auch aus Skyrim und diversen anderen Spielen. Also ich habe noch eine Menge Namen parat, da ich ja immer mich so ein bisschen schwer tue mit Namen, ne? Aber hier zum Beispiel Templer Wenzel, Templer Phil, Templer Roba,
Wie haben wir noch? Naja, halt diverse, alles andere. Es sind immer andere Namen. Ich will jetzt hier nicht alle vorlesen. Und wenn wir dann jetzt hier durchgehen, nein, das ist kein offenes Gelände, das ist natürlich wieder Wand. Hier sind wir im großen Turm. Den werden wir nachher in voller Pracht sehen, wenn wir dann hier mal rumfliegen. Hier geht's dann halt zu den Zinnen. Und wenn wir da hinten rausgehen, geht's ebenfalls auf den Zinn. Das ist alles so ein geschlossenes System. Das fängt dort an und endet hier oder andersrum, wie man es halt sehen möchte. Und natürlich können wir dann auch hier rauf. Das werden wir natürlich auch tun. Da hinten geht's noch höher. Aber wir gehen jetzt erstmal hier lang, denn hier ist Quartier Nummer 2. Wie unten natürlich auch überall Betten, natürlich überall wieder mit anderen Namen und auch die Kisten gefüllt hier. Die Templer haben natürlich alle schöne Eisenrüstung mit Schwertern und alles supi supi. Und wir haben dann natürlich wie dort hinten natürlich auch hier eine Unterführung und da können wir wieder auf den Thronsaal sehen. Okay, da hinten ist ja wieder ein Räumchen. Mal gucken, was uns da erwartet. Hier wohnt nämlich Chefkoch Mo. Also der Mo hat hier in der Burg einen ganz hohen Stellenwert. Der kümmert sich um sämtliche Lebensmittel in der ganzen Burg. Deshalb hat er hier so ein richtig lukratives Zimmer, weil jeder den Mo schätzt, ne? Jeder mag den Mo. Und hier sind dann halt seine Sachen. Mal gucken, was haben wir hier? Noch ein bisschen was zu essen. Das hat er einfach mal mit der, nachdem er fertig gekocht hat, nach der Arbeit, sich da mal ein bisschen Reserven für sich selbst mitgenommen, ne? Ist ja klar, Nachtsnack und so. So, und wie ihr da oben am Licht schon sehen kann, sind wir fast oben. Hier wohnt die Turmwache. Also für den Turm direkt gibt es ja nochmal einen eigenen Wachposten. Und die wohnen halt praktischerweise natürlich gleich oben. Wie zum Beispiel Templer Sven oder Templer Cicero. Und so weiter. Und die haben natürlich hier wieder alle Kisten befüllt, ne? Also ich habe mir richtig Mühe gegeben, die Kisten auch, ja, alle zu befüllen. Und hier oben sind wir jetzt auf den großen Turm. Wie ihr seht, ist da halt noch ein Turm. Und mal von oben betrachtet, seht ihr, wir haben hier noch ein paar Sachen zu sehen. Aber ansonsten, wow, ein riesiger Turm. Und was ist das denn? Also abgesehen vom Schankfehler mal wieder. Aber da gehen wir gleich hin. Denn viel von der Burg ist ja jetzt zum Glück nicht mehr. Wir haben sie gleich durchlaufen. Jetzt sind wir auf dem Dach der Burg. Ne? Hier laufen halt die Turmwache rum, die wir ja gerade gesehen haben. Und was haben wir denn hier? Templerbibliothek. Okay. Gehen wir mal rein. Und wen haben wir denn hier? Abrax. Okay, der hat einen Zauberstab in der Hand. Mal gucken, wen haben wir denn hier? Paladin Abrax. Ja, dazu muss man sagen, es wird ja natürlich auch hier in der Welt Magier geben, extra Gebäude, Einrichtungen, sogar ganze Städte und Festungen werden der Magier unterstehen. Aber die Paladine sind sozusagen Kampfmagier, die unter den Einsatz der Templer stehen. Also es sind sozusagen Magier für die Templer und die haben dann halt einen speziellen Namen und das sind die Paladine. Und hier ist dann halt für die Hauptburg der Templer der Paladinführer Abrax. Aber es wird auch nochmal eine Burg geben, nur für die Paladine. Ne, nur mal so nebenbei. Hier haben wir dann seinen Schlafsaal, ne? Hier braucht er ein paar Tränke, ne, für die Templer. Hier hat er einen Tisch, da guckt er in seinen Zauberbüchern nach. Mal gucken, ja, hier ein Schwert und ein Zauberstab. Wie gesagt, er ist ein Kampfmagier, er kann so beides. Er kann zaubern als auch kämpfen. Ein wahrer Tausendsacher hier, unser Abrax. Ist ja unglaublich. Okay, und dann gehen wir da oben zum letzten Turm. Und ich habe bemerkt gerade, dass ich das Schild hier vergessen habe. Denn hier sind wir im Knast. Die Folterkammer. Der Soldatengipfel hat natürlich eine Folterkammer. Und hier wohnt der Folterknecht sozusagen. Ein bisschen schmal hier, ne? Ja, die Decke ist ein bisschen eng, ne? Aber man muss sich halt arrangieren. In so einem Turm ist halt nicht unendlich viel Platz. Und hier hat er halt seine persönlichen Sachen. Und hier lauern dann halt die bösen Wichte, ne? Aus dem ganzen Land. Und natürlich ganz oben am höchsten Punkt der Burg,
Die Templerflagge als Symbol für Macht und Reichtum. Und bevor ich hier einen Freiflug mache, werde ich hier nochmal einen auf Tag machen. Da hinten geht die Sonne auf. Und ich zeige jetzt mal die Burg, die wirklich ziemlich groß geworden ist. Und das ist sie. Der Soldatengipfel. Die Festung der Templer. Wie ihr seht, hier sind die Zinnen. Also ihr könnt hier auch direkt einmal komplett um die Burg herumlaufen. Hier ist der riesengroße Turm. Da hinten geht es wieder raus. Wie ihr seht, hier haben wir dann nochmal so ein Gemeinschaftsfeld. Den habe ich übrigens noch nicht fertig, weil mir einfach nicht einfällt, wie ich das genau machen soll. Deshalb ist das erstmal noch ein bisschen nur grüne Fläche. Und hier sind dann wieder die zwei Türme, der Haupteingang und das ist die Burg der Templer. Ja, aber wir sind natürlich nicht fertig, ne? Ihr habt ja gesehen, da hinten war ja noch was. Und wir verlassen jetzt die Templerburg, bevor die Templer noch mitkriegen, dass wir hier waren. Huha, hu. Wie ihr seht, geht ja hier noch ein Weg lang, aber der führt bis jetzt nach ins Nichts. Da ist noch nichts geplant. Ja gut, geplant ist da schon was, aber steht noch nichts hier. Wir folgen jetzt erstmal diesem Weg, der in den Wald führt. Dann wollen wir mal schauen, wo uns der Weg denn hinführt. Nicht wundern, weil die Chunkfehler hier ein bisschen lange nachladen. Das ist halt immer, wenn man aufnimmt, ist das halt immer so. Ich weiß auch nicht warum. Ist ein bisschen ärgerlich, aber naja. Okay, ein Schild. Aha. Okay. Ein kleines Dörfchen. Willkommen in der Hafenstadt Lago. Ja, und die Hafenstadt Lago hat, wie man sieht, ein großes Getreidefeld. Na, mal gucken, was uns hier erwartet in Lago. Wer wohnt denn hier? Hier wohnt die Bäuerin Martha. Ja, und nicht wundern, es gibt leider keine weiblichen Skins für Minecraft. Naja, aber sie sieht doch auch so schön aus. Mal gucken, die Martha hier, halt eine Bäuerin, hat halt eine Sichel, eine Schaufel und ein paar Sachen. Mal gucken, hier hat sie einen kleinen Hof mit dem Brunnen, um die Felder zu bewirtschaften. Okay, das war schon mal die Bäuerin. Also die versorgt sozusagen dieses gesamte kleine Dörfchen hier mit Brot. Okay, mal gucken. Zum besoffenen Fischer, Taverne von Sanford. Alles klar, mal gucken. Ja, geräumig. Hallo Sanford, na wie geht's? Oh, da hat er schon eine Suppe in der Hand. Ah, oh, jetzt so eine schöne Suppe. Oh, lecker, lecker, lecker. Aber ich trinke erstmal was. Oh. So, wie ihr seht, da hinten ist wieder eine Jukebox. Da sind auch reichlich CDs drin, ne? Und der Sanford hat natürlich auch eine Unterkunft und die ist da oben. Ah, wo natürlich Sanford jetzt voll im Weg steht. Ich mach mal einen auf den hier. Also, wenn wir dann hier die Leiter hochgehen, hier haben wir dann halt Sanfords Quartiere, ne? Da ist halt ein Tisch, eine kleine Küche, ne? Ein bisschen was zu futtern. Und hier ist dann sein bescheidenes Bettchen mit seinen Sachen und seinen ganzen Ausrüstungen und alles. Oh, jetzt komme ich natürlich auch ärgerlicherweise nicht runter. Da mache ich dann mal wieder einen auf den hier. So, Sanford, ne? Mach's gut. Ich komme nachher mal vorbei, mir ein Bierchen reinzwitschern. Und hier, aha, wow, 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 Gemeinschaftsräume, also, ne, für Abenteurer, die mal auf der Durchreise sind, die können sich hier ein Zimmer nehmen, so für 5 Münzen die Nacht oder so, und können sich hier eine Nacht ausruhen, oh, und wie gesagt, hier ist ein Abenteurer, ah, der hat schon mal eine Karte in der Hand und will wohl seine nächste Reiseroute planen, ah, ist vernünftig, sollte man immer machen, bevor man abreist. Okay, okay, wo sind wir denn jetzt hier? Am Hafenkai. Wie ja schon das Schild sagte, ist das ja die Hafenstadt Lago, oder eher das Hafendörfchen. Und hier finden wir Bootsbauer Cliff. Hallo Cliff. Und hallo Schaf. Also der Cliff ist Bootsbauer, der hat hier auch ein sehr spartanisch eingerichtetes Haus. Ne, so eine kleine Ablage, ein Tisch. Mal gucken, hier ganz viele Boote, also hier könnt ihr ruhig ein paar Boote rausnehmen. Hier natürlich seine persönlichen Sachen und sein Bettchen. So, Cliff. Der Cliff hat auch schon ein Bett in der Bett. Hat auch schon ein Boot in der Hand. Der will wohl gleich lossegeln, so wie es aussieht.
Und da hinten steht schon, man sieht es ja schon, ein Angler, aber wir gehen jetzt erstmal hier hin. Hier ist nämlich das Fischerhaus von Josh und Finlay. Josh und Finlay sind nämlich zwei Brüder, die seit Kindheit angeln und da haben sie halt dieses Anglergeschäft aufgemacht. Hier steht schon mal Finlay, schon mal mit einem gebratenen Fisch in der Hand. Also die wechseln sich immer so ab, einer angelt, einer bratet und mal umgekehrt. Na, hier im Ofen finden wir auch reichlich gegrillten Fisch. Hier finden wir noch ganz viel rohen Fisch. Mal gucken, hier ein paar Angeln, da könnt ihr euch auch ja mal versuchen. Und dann wollen wir mal den Josh mal stören. Hallo Josh! Na, schon was gefangen? Ah, sieht noch nicht so aus. Hm. Naja, er soll es weiter probieren. Und wir sind fertig hier in Lago und werden uns jetzt wieder der Heimreise vornehmen. Also hier seht ihr ja, hier geht wieder ein Weg lang. Der führt auch erstmal noch ins Nichts. So, Wegbeschreibung. Nach Lothering geht's da lang. Und hier nochmal das Schild. Hafenstadt Lago. Da geht's auch lang. Solche Wegbeschreibungen wie hier habe ich jetzt so vereinzelt schon überall mal ein bisschen verteilt. Noch nicht überall. Und ne, damit ihr so ein bisschen Bescheid wisst wegen Wegbeschreibung so. Aber was ist das denn? Hä? Hä? Ein Loch, eine Gruft und da unten ein Licht. Wo führt dieses Licht hin? Hm. Ja, mal gucken, ne? Müsst ihr wohl selbst herausfinden. Natürlich habe ich natürlich wieder diverse kleine Geheimnisse überall versteckt, ne? Noch nicht so viel, aber ein paar sind halt dazugekommen. Also für die fleißigen Sucher, die sich mal vornehmen, ein bisschen rumzulaufen, ein bisschen zu erforschen, die werden natürlich dann hier auch so ein paar kleine Sachen finden. Und wir gehen jetzt erstmal weiter. Falls sich da einen oder andere noch erinnern kann, an Folge 2 habe ich ja gesagt, dass Lothering hier bekannt ist für seinen leckeren, saftigen Melonen. Und ich habe ja natürlich gesagt, dass wir natürlich hier noch eine riesengroße Melonenfarm bauen. Und die habe ich natürlich gebaut. Dafür ist dann halt der zweite Ausgang, ne? Hier ist ja die Melonenhändlerin Elora. Und wo wir die Melonen jetzt herkriegen, zeige ich euch dann hier. Wenn wir jetzt aus Lothering rausgehen, finden wir schon zwei große Melonenfelder. Ja, hier stehen auch ein paar Bauern und bewirtschaften hier das Feld. Ja, schön Arbeit leisten hier, ne? Hier sind wir dann an einem Brunnen, ne, zur Bewässerung der Felder. Und hier sind noch wesentlich mehr Melonenfelder. Und noch wesentlich mehr Chunkfehler. Mann, Mann, Mann. Und hier ist Nelson. Hallo, das ist meine Farm. Aha. Melonenbauer Nelson. Okay, anscheinend ist er hier der Boss hier der ganzen Plantage. Gehen wir mal rein hier. Ja, wie man sieht, der Nelson hat leider kein Melonenlager. Der stapelt die Melonen hier schon bis unter die Decke. Mal gucken, was haben wir denn hier so? Melonensamen. Ups, das wollte ich nicht. Hier natürlich ganz viele Melonen. Mh, lecker, lecker, lecker. Und natürlich sein bescheidenes Bettchen. Natürlich hier mit seiner ganzen Ausrüstung, die er braucht für den ganzen Tag. Und das war's dann auch schon. Hier natürlich auch sein treuer Gefährte. Und ich fliege jetzt mal hier rüber, um die Schankfehler mal alle wegzumachen. Also alle Schankfehler wegmachen. So. Und dann sehen wir mal hier. Hier hat auch so ein kleines Kürbisfeld. Aber überwiegend halt Melonen. Überall Melonen, Melonen, Melonen. So, erstmal hier den ganzen Schankfehler wegmachen. Ah, tut mir auch leid, dass die ganze Zeit auftauchen, aber dafür kann ich leider nichts. So. Also wie ihr seht, riesengroßes Melonenfeld. Und das versorgt halt die Stadt Lothering mit Melonen, als auch das gesamte Königreich wird mit Melonen beliefert. Aber es geht ja hier noch weiter, ne? Wir sind ja hier nicht vor. Wir sind ja hier nicht schon zu Ende. Der Weg, der vorher ins Nichts führte, geht jetzt hier weiter. Mit einer kleinen Abzweigung. Okay. Schauen wir mal. Da, wir sehen schon, da wohnt schon jemand. Magierin Al... Lanaya. Oh Gott, weiß ich schon nicht, wie der Name, den ich selbst ausgedacht habe, heißt. Ah, mal gucken. Die Lanaya ist nämlich eine Magierin, die ganz alleine
hier im Wald wohnt, weil sie so ein bisschen ausgestoßen ist, weil sie so ein bisschen schwarze Magie begeht. Deshalb hat sie sich hier so ein kleines Haus mitten im Wald zurechtgemacht. Hier auch Getreide, also sie versorgt sich schon selber. Und wenn wir dann hier reingehen, hier steht die Lianaya mit einem Trank, ne? Also wie ihr seht, hier ein riesengroßer Braustand und ein Zauberbuch. Schwarze Magie, ich sag's euch. Okay, mal gucken, was haben wir hier drin. Flaschen mit Wasser. Auch ein paar Melone, die stibitzt sie sich halt vom Melonenfeld. Einfach mal so heimlich, wenn es dunkel ist. Und ich höre eine Spinne. Aber das soll uns nicht stören. Bin ja eh im Gottmodus, können die mir eh nichts anhaben. Und wenn, habe ich ein Diamantschwert hier, ne? Pam, 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 ne? Wisst ihr Bescheid. Aber ihr seht, der Weg geht hier noch weiter. Mal gucken, wo es jetzt hingeht. Und wieder eine Abzweigung. Okay, mal gucken. Alter Wachturm. Okay. Wir folgen mal den alten Wachturm, nachdem wir hier aber mal wieder ein auf Tag gemacht haben. Und hier steht ein alter Wachturm. Der wurde schon seit mindestens 100 Jahren nicht mehr benutzt. Er ist auch schon ziemlich zerfallen, wie ihr seht. Also hier war auch mal so eine kleine Mauer. Da sieht man nur noch so vereinzelt ein paar Stücke der Mauer. Und ja, der Turm ist ziemlich kaputt und verwittert. Überall Schlaglöcher. Aber hier findet ihr auch ein paar Kisten, ne? Wo ihr einfach mal ein bisschen reinstöbern könnt. Mal ein bisschen gucken. Mal gucken, was finden wir hier zum Beispiel, wenn wir hier rumgehen. Ja, hier sind noch ein paar Überreste der Mauer. Ansonsten ist hier nichts. Außer halt die Kisten. Ja, also das habt ihr nicht von mir, von den Kisten, ne? Die habt ihr selbst gefunden, wenn ihr sie findet. Und natürlich auch hier im Wald findet ihr diverse Sachen. Einfach mal ein bisschen rumschauen. Vielleicht findet ihr ja was. So, mal wieder eine Wegbeschreibung. Mal gucken. Zum Banditenlager. Aha. Was haben wir hier? Lothering. Da geht's lang. Alles klar. Aber bevor wir zum Banditenlager gehen, gehen wir jetzt erstmal den Schleierpass. Der Schleierpass. Nun gut. Das ist nämlich, also falls jemand mal die Welt entlang gelaufen ist, also nach der zweiten Folge ungefähr, und ungefähr mal hier lang gelaufen ist, zufällig, er wird vielleicht wissen, dass hier eigentlich mal ein Riesenberg war. Und ich habe mich dann hier quer durch den Berg gefräst. Und das ist dann halt der Schleierpass geworden. Huh! Wer steht denn hier? Ich fress dich jetzt auf. Ah! Lauf! Ein Bandit! Hilfe! Hilfe! Oh, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Aber wie ihr seht, der Weg endet hier. Also hier kommt natürlich auch noch was hin. Ich habe den Pass ja, den Weg hier nicht umsonst gebaut, ne? Der Schleierpass. Schild steht natürlich auch für die andere Seite. Aber jetzt gehen wir mal wieder hier zurück. Was haben wir denn hier? Die Schleierpasshöhle. Aha. Ziemlich dunkel. Das ist ja auch eine Höhle. Boah, da steht schon wieder der schwarze Mann. Ich laufe lieber schnell weg, solange ich noch Gelegenheit dazu habe. Na gut, jetzt gehen wir aber mal den anderen Weg, ne? Wie ihr wisst, da war ja noch das Banditenlager. Und ich kann euch garantieren, Leute, die Risen gespielt haben oder euch zum Beispiel, wie jetzt zum Beispiel das Let's Play von Gronkh angeschaut haben, ich habe nämlich das Banditenlager aus Risen versucht nachzubauen. Und ja, überzeugt euch selber, wir gehen jetzt zum Banditenlager. Wie ihr seht, überall Lianen, also das ist ein kleines Sumpflager auch. Dann wollen wir mal hier lang. Hier steht schon mal der Doke. Willst du handeln? Ja, der Doke, der handelt nämlich hier. Er hat auch diverse Waren bei sich, ne? Pfeil und Bogen, Schwerter, Rüstung, auf was zu knabbern. Und auch ein paar Karten. Für unterwegs, ja, der verkauft gute Sachen. Und wir gehen hier weiter. Hier seht ihr schon, hier fängt schon langsam der Sumpf an. Und willkommen in Banditenlager. Hier wartet schon Ricardo auf uns. Hey, ich rede nicht viel, also lass mich in Ruhe. Ja, ja, okay. Aber bevor wir hier lang gehen, gehen wir erstmal hier lang.
Hier ist nämlich die Kampfarena des Banditenlagers. Hier kloppen sie sich einfach, weil sie Banditen sind und manchmal nichts Besseres zu tun haben, als einfach mal für Geld, also ein paar Wetten annehmen und sich dann einfach mal die Birne einhauen, ne? So, pam pam, wisst ihr Bescheid. Na, hier ist so ein kleines Lagerfeuer. Hier sitzt auch mal der ein oder andere Arbeiter oder halt Bandit und chillt einfach mal eine Runde während der Pausen, falls mal hier die Kämpfe gerade pausieren. Und bevor jemand Angst hat wegen dem Feuer und so, es wird alles getestet, hier wird nichts abfackeln. Also, das garantiere ich euch. Auch diverse kleine Feuerfehler des letzten Videos wurden auch alle behoben, also es dürfte nichts mehr, wo Feuer ist, brennen. Da gab es ja so ein paar vereinzelte Probleme mit diversen runtergeladeten Welten. Manchmal passiert es halt, manchmal nicht, aber ich habe es getestet und es funktioniert alles, nur mal so nebenbei. Hier wartet Domingo, rede mich nicht an, ich bin genervt. Ja, ist ja gut, Mann, immer locker bleiben. Also die hier vom Banditenlager, die sind so ein bisschen raueres Pflaster, ne? Und, so, ich kämpfe mich mal hier durch die Lianen. Oh, hier wartet Broga auf mich. Halt's Maul! Ja, ist ja gut, Alter. Na, hier finden wir die Hütte von Broga. Schauen wir mal. Sehr spartanisch eingerichtet. Hier seine Sachen. Diverse kleine Utensilien, die er hat. Okay, Broga. Ich werde dich mal in Ruhe lassen, ne? Sonst haust du mir wirklich noch aufs Maul. Okay, wen finden wir denn hier? Die Hütte von Domingo und Ricardo. Das waren die zwei hier vorne. Hier ist Lorenzo. Hau ab, sonst gibt's aufs Maul. Mann, die sind ja so aggro hier, Alter. Mal gucken, hier finden wir die Hütte von Craig. Der steht da. Und Lorenzo. Auch hier die Räume sehr spartanisch gehalten. Über jedem Bett natürlich die Namen. Wer wo wohnt, ist ja klar. Ah, hier der Craig. Willst du wetten? Aber pst, nicht Rachel erzählen. Na, kleiner Insider, weil Risen gespielt hat. Und wenn wir dann hier hochgehen, hier finden wir dann die Schmiede von Oscar. Oscar, der Schmied, der schmiedet natürlich die ganzen Rüstungen und Waffen für die Banditen hier. Wenn es mal wieder heißt, mal irgendein Dorf oder irgendeine Stadt anzugreifen, zu überfallen, ne? Und mal gucken, hier wohnt dann halt der Oscar. Der hat hier noch Mitbewohner, nämlich Beppo. Und der Beppo, der steht hier, der macht hier so ein bisschen Papierkram für das Banditenlager. Und der teilt sich halt eine Unterkunft mit den Oscar, ne? Ist ja klar. Hier ist dann halt Rachel. Das ist sozusagen die... Ja, sie passt ungefähr auf, so auf das Banditenlager hier draußen. Sie ist auch zuständig für die Lagerküche. Na, lecker. Mit einem schönen Stück Fleisch. Hier hat sie auch ihren Suppentopf. Und alles pipapo. Auch ihr bescheidenes Quartier ist sehr spartanisch eingerichtet. Natürlich hier schön mit Fleisch. Oh, Fleisch. Lecker. Und ich muss schon wieder was trinken. Mann, was ist denn los? So, alles klar. Wenn wir dann hier weitergehen über diese Brücke, das ist sozusagen das Abwassersystem hier vom Banditenlager, kommen wir zu einer verschütteten Ruine. Also wie ihr seht, da oben ist schon Dreck und wachsen auch schon Bäume und Lianen runter. Also es ist schon ziemlich alt, das Ding. Das haben die Banditen nämlich vor Jahren gefunden, hier mitten im Wald, und dachten sich, hey, dann machen wir uns hier unser Lager. Und hier stehen schon die Bodyguards. Na, die passen hier auf. Denn hier drin ist nämlich das Hauptquartier des Banditenlagers. Als Anführer haben wir hier Don Esteban. Aufs Maul. Ey, Alter, immer so aggro sind die hier alle. Na, wie ihr seht, das sieht schon alles ziemlich schäbig aus. Hier überall auch kaputt und die Lianen wachsen runter. Also, na, aber kümmert sich halt keiner drum. Und wie ihr seht, da hinten ist Gold. Gold! Ja, die Banditen haben nämlich jahrelang Raubzüge durchs ganze Königreich gemacht. Ob ich ein bisschen klauen kann? Finger weg vom Gold! Ja, ist ja gut. Der Karakos hier nämlich ist nämlich sowohl der Leibwächter vom Don als auch der Beschützer des Goldhaufen. Mann, immer so aggro hier. Mal gucken, hier finden wir den Fincher. Pass auf, was du machst. Jo, Digga, ganz ruhig.
Wie ihr seht, hier ist auch, hier findet ihr auch den Hauptmann Fincher, der hat hier nämlich auch sein Quartier. Halt wie alle anderen sehr klein und spartanisch. Hier die Leibwache Karakos, den wir gerade getroffen haben. Hier haben wir dann so ein kleines Lager von den Banditen. Hier findet ihr halt diverse Sachen, wie Schwerter, Pfeil und Bogen, Rüstung und diverse andere Sachen. So, und hier das Quartier des Anführers, Don Esteban. Der hat natürlich das beste Zimmer von allen hier, ist ja klar, mit so einem schönen Doppelbett. Hier so ein Schreibtisch, damit er seine Unterlagen alles mal durchgehen kann. Und natürlich auch hier seine persönlichen Sachen, Goldrüstung, ja, Karte, sogar eine Uhr kann sich der Gute herleisten. Mann, Mann, Mann. Oh, wen haben wir denn da hinten? Cormac. Cormac ist nämlich der Magier hier im Banditenlager. Versorgt einen halt mit Tränken, so wie er es ja schon sagt. Ich habe Tränke für dich. Und mal gucken. Ja, oh, eine reichliche Bibliothek hier. Natürlich auch mit einem Zauberbuch. Und mal gucken. Hier natürlich mit einem Zauberstab. Also ist natürlich kein echter Zauberstab, ne? Aber ich dachte mal, ich fungiere es einfach mal, weil es halt so aussieht wie ein Zauberstab. Auch wenn er das irgendwie sehr ungünstig gerade hält. Aber naja. Jedenfalls, das war das Banditenlager. Aber wir sind natürlich noch nicht ganz fertig. Was die Banditen so gerne machen. Ah, das sag ich gleich. Wenn wir hier noch lang gehen, hier finden wir noch die Hütte der Jäger. Okay, mal gucken. Hier finden wir zum Beispiel... So, erstmal eine Fackel, habe ich vergessen. Hier finden wir zum Beispiel die Betten von Sam und Luis. Und es wird langsam dunkel. Wir sollten uns beeilen. Hier ist der Phil, der ist so eine kleine Leibwache. Der passt hier auf den Weg auf, denn wir gehen gleich da hinten lang. Aber da hinten, mitten im Sumpf, ich werde jetzt hier einfach mal Kamikaze-mäßig reinspringen, ist auf dieser kleinen Insel. Und auch hier, keine Angst, hier wird nichts abbrennen oder so. Jedenfalls, hier finden wir dann Sam und Luis. Mal gucken, was sagen die denn hier so. Ah, ich muss nochmal kurz weg. So, Sam sagt, gib Acht auf Broga. Ja, das war ja der große Klopper da hinten, ne? Da kam mir schon so seltsam vor. Und Luis, hast du ein Bier? Ah, was im Inventar? Nee, sorry, du. Bier ist gerade aus. Ah, schade. Ah, mal gucken. Eine Kiste? Oh, Gold, Gold. Ah ja, die Banditen suchen nämlich auch hier nach Gold. Man sagt, hier soll nämlich eine Ruine versteckt sein. Mal gucken. Ein Schatz soll nämlich hier in der Nähe sein. Mal gucken, mal gucken. Aber jedenfalls, was ich sagen wollte, nachdem wir erstmal die Hütte von Phil, das war ja die eine Leibwache da vorne, und Clay, der steht hier, die passen nämlich auf, dass niemand hier hingeht. Denn hier ist nämlich der Sumpfbauer zuständig. Der macht nämlich aus diesem ganzen Sumpfgras, was hier alles rumfleucht und kreucht, nämlich so, ne, so, ja, ein paar Joints, ne, wisst ihr Bescheid, ne? So ein paar Drogen machen die da raus. Und das knallen sich die Banditen hinter dem Latz den ganzen Tag. Schön einkiffen, ne, wenn mal gerade nichts los ist. Hier finden wir zum Beispiel Obel, das ist sozusagen der Angestellte von Robart, den wir gleich treffen werden. Und er muss dann halt mit seiner kleinen Sichel in der Hand, ne, das Sumpfgrat ernten und muss es zu Robart bringen, der übrigens hier steht. Hallo Robart! Na, guck mal, der hat auch schon ein paar Kräuter hier in der Hand, okay. Ja, und hier finden wir dann halt auch die Unterkünfte von den Sumpfbauer Robart. Ja, mal gucken. Sehr spartanisch natürlich. Hier natürlich seine Klamotten und ganz viel von den Sumpfkraut. Wenn man, ja, guck mir zu. Ich würde jetzt mal gerne ein bisschen mitnehmen, weil das wird im Banditenlager hoch gehandelt, müsst ihr wissen. Ja, ja. Und dann halt Gehilfe Obel. Der hat hier auch so ein kleineres Quartier. So, und es ist schon wieder dunkel geworden. Mann, Mann, Mann. Immer diese Dunkelheit. Und dann fliegen wir halt nochmal rum. So sieht das Sumpflager der Banditen halt hier aus. Hier finden wir halt den Sumpfbauer. Hier ist dann halt der große Sumpf. Hier ist dann das Lager selbst, halt die Arena. Hier zum Beispiel das Haus von Broga.
die ganzen Unterkünfte von den ganzen anderen Banditen, hier die Schmiede, das Haus von Rachel und natürlich der Tempel des Don, ne, wo Don Esteban wohnt und das Gold hortet. Gold! Ja, und man sollte sich nicht wirklich hierher trauen, also die, ne, die Banditen, die sind schon ein raues Pflaster. Also wenn du da hinkommst, die hauen dir schon aufs Maul, ne? Also da hinten haben die Leute mich ja schon teilweise richtig angedroht, dass sie mir aufs Maul hauen. Deshalb bloß hier nicht herkommen, ne? Also, aber nee, echt mal, also ich hab's wirklich teilweise echt gut aus Risen nachgebaut. Also Leute, die halt Risen kennen, die werden hier durchlaufen und werden sagen, jo, ist so ungefähr wie Risen. Halt, die Namen sind auch alle von Risen und ist eigentlich ein gutes Erlebnis. So, das war unsere kleine Rundreise. Halt, das Banditenlager, hier das große Melonenfeld. So, ich fliege mal ein bisschen tiefer. Lalalalalala, hier haben wir dann die Templer-Hochburg, der Soldatengipfel. Na, mit den einsamen kleinen Tempelritter, der da oben rumläuft. Na, die Hochburg der Templer. Ja, ich muss sagen, dass die Burg mir etwas zu groß geraten ist. Ich wollte die eigentlich gar nicht so groß machen. Ist am Ende jetzt doch ein bisschen größer geworden, als geplant ist. Aber ist schon ein geiles Monument geworden. Also, finde ich nicht schlecht. Und dann halt hier hinten noch die Hafenstadt Lago. Mit halt mit den Anglern und dem Bootsbauer. Und hier und da. Ja, und das war auch schon das Ende unserer kleinen Reise. Ich lande jetzt mal hier auf den Turm. Hier mit dem Soldatengipfel. Und natürlich jetzt mit der Stadt, die endlich einen Namen hat, nämlich Lothering. Und noch ein kleiner Tipp. Falls ihr dann mal durch die Welt läuft, benutzt die Karte. Das habe ich nämlich beim letzten Mal nämlich vergessen, noch am Ende zu sagen. Auf der Karte findet ihr halt diverse Sachen. Wie ihr seht, in der Mitte ist unsere Hauptstadt. Und da seht ihr halt diverse Bauten und hier und da, damit ihr euch hier so ein bisschen orientieren könnt. Ich habe jetzt zwar jetzt schon recht gut Wege gelegt und Beschilderung und hier und da, aber es fehlt halt immer noch eine Menge Weg und halt Beschilderung. Und deshalb schaut ruhig mal auf die Karte, es kann nicht schaden. Und was ich noch sagen möchte, wenn ihr die Welt nämlich runterladet, also ne, wie gesagt, der Link ist unterhalb des Videos in der Videobeschreibung, da findet ihr halt einen Link mit meinem Save-Ordner, den macht ihr dann halt bei euch einfach in den Save-Ordner rein und dann könnt ihr diese Welt starten. Könnt ihr sie so spielen, wie ich gerade spiele, natürlich nur ohne NPCs. Was ich halt sagen möchte, noch in den WinRAR-Ordner, wo halt diese Welt mit drin ist, da werde ich noch eine kleine Karte mit extra reinlegen. Das ist nämlich eine 3D-Karte der Welt hier, auch mit Beschriftung, wie die Städte heißen, wie die Orte heißen. Und hier und da, da habe ich eine kleine Karte anfertigen lassen mit der Hilfe von Buggy, der hat da mir geholfen, die Karte anzufertigen. Und schaut mal ruhig rauf, das kann euch auch noch eine Ecke weiterhelfen, wenn ihr mal diverse Sachen sucht. Und ja, dann kann ich nur noch sagen, das war das Ende der dritten Folge des Let's Show. Dann sag ich mal, bis zur nächsten Let's Show Folge, also Folge 4, wird's dann wahrscheinlich jetzt etwas länger dauern, weil ich jetzt als nächstes etwas Größeres geplant habe, weil es halt ein bisschen länger dauert, deshalb kommt die Folge wesentlich später als jetzt Folge 2 und 3. Nur mal so als Information. Und ja, dann habe ich glaube ich alles, ich habe alles gezeigt und pipapo. Die Welt könnt ihr runterladen. Wie gesagt, ist eine Karte mit dabei. Da könnt ihr auch nochmal mit reinschauen. Und dann kann ich nur noch sagen, bis zur nächsten Folge von dem Let's Show, meiner Let's Play Welt. Und dann sage ich nur noch tschüss.